Bei uns in der Stadt werden diese Frauen sehr geschätzt. Und ich denke, jeder möchte, dass die Kinder in der Kirche beaufsichtigt werden. Als mein Kind erst ein Jahr alt war, bat ich, dass ein Platz reserviert wird. Deshalb sage ich, dass sie in unserer Stadt geschätzt werden. Auch wenn die Mehrheit orthodox ist und die Katholiken in der Minderheit sind, werden die Tanten, wie wir sie nennen, sehr geschätzt. Velcheta Talasheva ist eine von vielen Frauen, die hier in Gevgelija arbeiten. Sie setzen alles daran, damit ihr Kind auf der Warteliste für den einzigen katholischen Kindergarten in ganz Südmazedonien steht. Der Kindergarten liegt zusammen mit dem Kloster von den Schwestern von der Eucharistie im Zentrum der Stadt. Die Oberin des Klosters, Schwester Evrosia Stojanov, erzählt, wie die Schwestern zu dieser Tätigkeit gekommen sind. Unsere Schwestern hatten ein Waisenhaus in Palica. Unsere Gründerin wollte sich um alle Kinder kümmern. Deshalb entschieden wir uns, nach Gevgelija zu gehen. Wir unterscheiden nicht zwischen Orthodoxen und Katholiken. Alle Kinder kommen zu uns. Sie und auch die Eltern konnten erleben, dass wir den Kindern helfen, auch damit ihr Glaube wächst, sie Gott kennenlernen und ein christliches Leben führen. Das ist der Grund, warum wir die Arbeit im Kindergarten angenommen haben. Die Gründer dieses einzigen mazedonischen Ordens waren Italiener, ein Bruder, Schwester Evrosia und Josef Aloati aus Mailand. Ende des 19. Jahrhunderts kam Josef als Vincentiner in diese Gegend und sah den großen Bedarf nach einer Gemeinschaft von Gläubigen. Nicht lange danach gesellte sich seine Schwester Evrosia auf dessen Einladung hin zu ihm. Offiziell wurde die Gemeinschaft der Schwestern von der Eucharistie am Gründonnerstag, dem 2. April 1889, gegründet. Interessant ist, dass in diesem Jahr das Osterfest von Katholiken und Orthodoxen auf das gleiche Datum fiel. Wir können sicher sagen, dass die Gründung des Ordens auf zwei Ziele ausgerichtet war. Unser erstes Ziel ist es, Jesus kennenzulernen, ihn zu lieben und ihn in der heiligsten Eucharistie anzubeten und dass andere ihn auch kennenlernen, lieben und in der heiligen Eucharistie anbeten. Unser zweites Ziel ist, uns für die Einheit der Christen einzusetzen. Täglich beten wir ein besonderes Gebet für die Einheit der Christen und wir versuchen durch unser Leben und Arbeiten den Menschen begreiflich zu machen, dass es nur einen Gott gibt, dass die Einheit der Christen sowohl erstrebenswert wie notwendig ist. Während des Kommunismus, wo es für die Priester verboten war, hier heilige Messe zu feiern, versammelten die Schwestern die Gläubigen in der Kirche. Die Kirche war dort, wo jetzt der Kindergarten ist. Ein Teil diente als Kirche und dort versammelten sich die Schwestern mit der Gemeinde. Sie sangen die Litanei, lasen die Apostelbriefe und das Evangelium und die Priester predigten. Täglich beteten wir den Rosenkranz mit ihnen, das ganze Jahr lang. Wir beteten den Kreuzweg und andere Andachten. Der Priester kam, wann auch immer es ihm möglich war, aber das war selten und nur im Geheimen. Thank you.
Neue Zeiten bringen neue Probleme mit sich. Immer weniger junge Frauen treten in den Orden der Schwestern von der Heiligen Eucharistie ein. Schwester Evrosia jedoch glaubt fest, dass dieser Orden, der so wichtig für Mazedonien ist, bestehen bleibt. Wir vertrauen auf Gott und hoffen, dass unser Orden niemals ohne Schwestern sein wird, obwohl wir gerade nur 2 Novizinnen haben. Jeden Tag beten wir für Priester- und Schwesternberufungen und wir glauben, dass unsere Kongregation nicht ohne Berufungen bleiben wird. Die Menschen brauchen Nonnen und Gott wird sein Volk nicht ohne sie zurücklassen. Die kleine Stadt Gevgelija mit 15.000 Einwohnern liegt am Ufer des Flusses Vardar. Sie lebt vor allem von der Landwirtschaft. Wie im Rest von Mazedonien ist der Lebensstandard der Familien niedrig. Aus diesem Grund können viele Dienste, die den Bürgern angeboten werden, wie auch der Kindergarten, kaum bezahlt werden. Die Schwestern leben daher oft am Rande der Armut. Deshalb sind sie Kirche in Not sehr dankbar. Kirche in Not in Deutschland hilft uns so viel. Wenn wir in Not waren, haben wir ihnen geschrieben und sie haben uns geholfen. Wir wollen nichts Besonderes, nur genug, um einfach zu leben. Die Schwestern leben einfach, denn sie leben das Gelübde der Armut und wollen auch nicht mehr. Die Kirche hier ist zu arm, als dass man von den Leuten erwarten könnte, dass sie die Schwestern bezahlen. Deshalb kontaktieren wir Renovabis und Kirche in Not. Sie helfen uns, ein normales Leben zu führen und als Katecheten zu arbeiten. Alles hier im Kindergarten, die Spielsachen und andere Sachen, kommen aus Deutschland. Fünfzig Kilometer nordöstlich von Gevgelija liegt die Stadt Strumica, wo sich das apostolische Exarchat von Mazedonien für Katholiken des byzantinischen Ritus befindet. Abgesehen von der Tatsache, dass es in Strumica wenig Katholiken gibt, sind diese sehr aktiv, besonders bei den Vorbereitungen auf Ostern, dem wichtigsten Fest der Christenheit. Die meisten Katholiken des Ostritus, die unter der Jurisdiktion des apostolischen Exarchats leben, kommen aus Kilkis, einer Stadt, die heute in Mazedonien innerhalb der Grenzen Griechenlands liegt. Während der blutigen Balkankriege entschied die griechisch-orthodoxe Kirche, jede Spur der mazedonischen Nation oder Sprache oder der mazedonischen katholischen Kirche zu verfolgen. Bischof Kiro Stojanov erklärt die Wurzeln des Problems. Im 19. Jahrhundert blieb weder Mazedonien noch das mazedonische Volk vom Erwachen des nationalistischen Bewusstseins unberührt. Die Mazedonier waren unter der Jurisdiktion des Patriarchen von Konstantinopel, unter der Jurisdiktion eines griechischen Bischofs, der in diese Eparchien kam. Die Menschen konnten es einfach nicht aushalten, als sie bemerkten, dass die griechische Sprache in die Liturgie eingeführt wurde. Die offizielle Sprache wurde Griechisch und die griechische Sprache wurde in den Schulen eingeführt. Sie empfanden das als eine Provokation und suchten nach einem Ausweg. Sie suchten die Unterstützung der katholischen Kirche, um eine Selbstständigkeit zu erringen, die es ihnen ermöglichte, die Sprache zu erhalten, die sie verstanden. Zu dieser Zeit kamen die Vinzentiner als Missionare nach Solun. Durch sie konnten die Menschen ihre Petition an den Heiligen Vater richten. Der Papst akzeptierte ihre Petition und erlaubte ihnen, ihre Liturgie im Geiste ihrer Tradition beizubehalten. Die einzige Bedingung war, dass sie den Papst als Oberhaupt anerkennen würden.
Im Jahre 1912 und besonders 1913, während des Zweiten Balkankrieges, wurde alles niedergebrannt. Und die Menschen mussten ihr angestammtes Heimatland verlassen. Sie mussten fliehen. Die, die konnten, ergriffen die Flucht. Die anderen wurden ermordet oder mussten ins Exil nach Kleinasien oder anderswo hingehen. Es war ihnen nicht mehr erlaubt, in Mazedonien zu bleiben. Die, die blieben, waren gezwungen, nicht mehr über ihre Identität zu sprechen. Pfarrer Zoran Stojanov beobachtet am Vorabend der Heiligen Woche die Kleideranprobe für das Stück, das die Jugendlichen in seiner Pfarrei in Radovo aufführen wollen. Radovo hat ungefähr 1000 Einwohner. In einem Bezirk von 16.000 Einwohnern ist Radovo das einzige vollständig katholische Dorf. Dank der großen Anstrengungen der Einwohner hat jeder Arbeit. Sie sind stolz darauf, dass Radovo einer der wenigen Plätze ist, von dem die Menschen nicht weggehen müssen. Heute sind wir wirklich stolz darauf, wie wir an unserem Glauben festgehalten haben. Aus Radovo stammen fast alle Priester, die es in Mazedonien gibt. Alle Schwestern und einige Kandidaten für das Priesteramt und der einzige katholische Bischof in Mazedonien. Alle kommen aus dem Dorf Radovo. Nach der großen Verfolgung während des Balkankrieges verbesserte sich die Situation während des Kommunismus für die Katholiken nicht. Die Verfolgung der Priester und die Schikanen für die Gläubigen waren übliche Praxis. Die Politik, die zwischen den beiden Kriegen durchgeführt wurde, war einfach die Zerstörung jeglicher Spuren von Katholizismus, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzte. Es begann damit, dass man keine Kandidaten für das Priestertum zuließ. Die, die es irgendwie schafften, geweiht zu werden, wurden alle Rechte beraubt. Lehrer oder andere Funktionäre von der geheimen Staatspolizei geschickt, beobachteten alles, was im Bereich der Kirche und in der Kirche selbst vorging. Sie gingen zu den Priestern und kontrollierten die Bücher, um herauszufinden, wer sein Kind hat taufen lassen. Unsere Priester mussten wie alle anderen